Ja, schönen guten Tag von meiner Seite auch. Ich werde Ihnen heute vorstellen unseren Änderungsantrag zur Anpassung des, der Arbeitnehmer der Leistung des Anpassungsgeldes, dem wir ja, wie Sie wissen, vorher Plenar gestellt hatten, abgelehnt wurde. Jetzt hat, wissen Sie ja sicherlich auch, die Freien Wähler den Antrag aufgenommen und nochmal geändert in einigen Punkten. Vorweg, wir werden den Antrag zustimmen. Wir finden den nicht schlecht, aber, und da setzen wir an, wir werden einen vierten Punkt dazu nehmen, weil wir die Tochter- und Partnerunternehmen, das ist alles so schwammig. Wir möchten das Serviceunternehmen, wie viele da auf dem Hof, auch bei der Lehr, schon seit Jahrzehnten ansässig sind, mit darunter fallen. Es geht uns ausschließlich darum, dass die Serviceunternehmen, die teilweise 30 Jahre für die FEAG, die LEAG und wie sie die Firmen da hießen, gearbeitet haben, nicht unten hinten runterfallen. Deswegen unser Änderungsantrag. Es ist auch jetzt so, jeder, der da mal gearbeitet hat, weiß, die Leute kann man schnell ausfindig machen, weil die schon jahrzehntelang nur für die LEAG als Serviceunternehmen gearbeitet hat. Die kann man mit Ross und Reiter benennen. Das sind nicht hunderte von Arbeitnehmern, aber das sind eben gewisse. Da wollen wir eingreifen. Der Unterschied ist natürlich, und wo ich den Antrag gelesen habe von den Freien Wählern, wir werden natürlich nicht hier irgendwelche Sachen sagen, dass wir hier uns als Schutzpatron aufstellen oder was mir da alles entgegengeworfen wurde, mit den Angst der Leute spielen und so was. Ich freue mich, dass die Freien Wähler das Thema aufgenommen haben und dass das Thema weiterhin in der Plenarsitzung verfolgt wird. Ob es denn naja Zustimmung findet, werden wir sehen, aber es ist erstmal am Köcheln und da werden wir mal abwarten, was die Regierungskoalition dazu zu sagen hat, warum sie vielleicht nicht zustimmt oder so. Also warten wir mal ab. Ich bin froh, dass weiterhin darüber, über das Thema, was wir als erstes eingebracht haben, diskutiert wird und mal schauen.